hab den Wecker ignoriert. Mut und Leichtsinn getankt. Meine Eitelkeit versteckt, bin um den Block getanzt. Hab mein Spiegelbild nicht erkannt, die Uhr rückwärts aufgedreht. Meine Klamotten verbrannt. Und wenn du mich fragst, ja, und von den Stimmen der Band Monotyp können Sie sich, liebe Zuschauer, auch bald live überzeugen. Die vier geben nämlich ein Live-Konzert am 12. Januar im Zuff in Rheinberg. Und auf was Sie sich da freuen können, darüber spreche ich jetzt mit dem Sänger der Band, Jens Gohr, wieder. Hallo Jens. Hi. Ja Jens, euch gibt es noch nicht so lange, nicht mal ein ganzes Jahr. Wie kam es überhaupt zu dieser Band Monotyp? Also bis auf unseren Drummer Oliver kannten wir uns schon oder kennen uns schon seit der Kindheit. Wir haben in verschiedenen Musikprojekten haben wir schon zusammengearbeitet, aber es hat sich nie ergeben, dass wir in der Konstellation eine Band formieren konnten. Jetzt ist das soweit, ich bin 48, die anderen Jungs sind auch ein bisschen jünger, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, mal eine Band zu formieren. Und ja, es macht Spaß und ich glaube, ist auch Vom Zeitpunkt und vom Alter her ist es auch ganz cool. Ich glaube, früher hätte das nicht so gut funktioniert. Und wir durften ja gerade auch schon mal kurz in eure Musik reinhören. Schreibt ihr alle eure Songs selbst? Wir covern nicht, wir machen halt wirklich nur eigene Songs. Ja. Ja. Und ich habe gelesen, ihr kommt alle vier aus verschiedenen Ländern. Ihr habt euch aber trotzdem dazu entschieden, auf Deutsch zu singen. Warum? Das ist nicht richtig. Unsere Wurzeln oder die Wurzeln unserer Eltern, die liegen teilweise in Rumänien. Also meine Mama ist in Rumänien geboren. Michaels Eltern kommen aus Sizilien. Kaneshka hat Wurzeln in Afghanistan. Und Oliver kommt aus Deutschland. Also sind die Wurzeln liegen in anderen Ländern, aber wir sind waschechte Duisburger, alle hier geboren. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr schreibt alle eure Songs selber. Ja. Wo holt ihr euch eure Inspiration her für eure Songs? Ja, jetzt sind wir schon ein paar Tage auf der Erde und die Themen liegen auf der Hand, ne, das Auf und Ab im Leben. Also wir haben ja schon eine Menge auch erlebt in der Band. Also wir haben zusammen 8 Kinder. Wir sind verheiratet, einige auch geschieden. Also das heißt, da gibt's die ganz normalen Ups und Downs. Und das ist halt ja eine totale Fundgrube für Themen. Alles, was uns beschäftigt, politische Themen auch. Ja, gegen rechts haben wir auch einen Song gemacht. Den gibt's jetzt auch auf Facebook zu sehen. Das sind so Sachen, die wir verarbeiten in unseren Texten und in den Songs. Wie lange dauert es, so einen Song zu schreiben? Ist das immer unterschiedlich? Ach, ganz unterschiedlich. Mal geht das wirklich ratzfatz, dann kommt eine Idee rein und jeder findet auch noch was Passendes dazu. Und dann ist ein Song manchmal in 2 Stunden vom groben Gerüst her fertig. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal nehmen wir den Song dann beim zweiten, dritten Versuch dann auch nochmal komplett auseinander. Mhm. Dann gefällt er uns nicht mehr. Man kann es nicht sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, euch gibt es noch nicht so lange. Ist es schwer in Duisburg da als Musiker Fuß zu fassen? Wie habt ihr da die Erfahrung gemacht? Ja, wir sind ja schon alle ein bisschen länger in der Musikszene unterwegs. Der Michael, der hat bei Fender gearbeitet, also im Musikinstrumentenbereich, hat Künstler auch betreut. Das auch schon ein paar Jahre. Also man kennt sich in der Szene ganz gut zu etablieren. Und man muss ein bisschen was tun. Man muss genau das, was wir jetzt machen, wir sitzen hier bei euch oder ich sitze jetzt hier bei euch und erzähle ein bisschen von der Band. Genau das muss man halt auch machen. Du musst Reichweite haben. Die Leute müssen deine Musik auch irgendwo hören können. Man muss von dir erfahren. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber Duisburg hat eine sehr schöne und lebendige Szene. Auch so an den Stadtgrenzen, sag mal Richtung Mülheim ist viel los. Also ist die Soul-Kulturbar zum Beispiel, das Grammatikhof, der Steinbruch. Das sind alles echt total coole Locations. Und da ist, ja, ich sag mal, der Weg relativ kurz und die Leute sind nett. Und da haben wir auch schon überall gespielt. Ja.
Seit wie vielen Jahren machst du jetzt Musik, wenn man das mal so hochrechnet? Ich erst seit 10 Jahren, also ich bin noch gar nicht so lange dabei wie die anderen. Ja. Die anderen sind echte Mucker so. Und ich habe, ja, weil ich zu schlecht Gitarre spiele, musste ich singen. Okay, der dann, Klassiker, ne? Dann ist es dabei geblieben. Ja. Wie bist du denn damals zur Musik überhaupt gekommen? Hast du einfach gedacht, okay, jetzt mache ich einfach mal Musik, ich kann gut singen oder... Nee, ich wollte mich so ein bisschen auf der Gitarre begleiten, habe ein paar Griffe gelernt. Peter Burschs Gitarrenbuch hatte ich da zur Hand. Und dann sagte mein Schwager, Mensch, du spielst Gitarre, komm doch mal mit zur Probe. Und dann war ich bei der Probe und da war ein studierter Jazzgitarrist. Und da habe ich meine Gitarre schön in der Tasche gelassen und habe gesagt, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich ja wenigstens singen. Und dann durfte ich wiederkommen und dann hat das nicht mehr aufgehört bis heute. Ja. Und schon sitzen wir hier, ne? Und schon sitzen wir hier, genau. Ja. Und ihr habt demnächst auch ein paar Auftritte, unter anderem am Samstag im Zuff in Rheinberg. Genau. Was kann man da alles erwarten? Also wir haben ein Programm von etwa 17 Stücken. Das sind ganz unterschiedliche Stücke, wie wir gerade schon auch besprochen haben. Und die unterschiedlichsten Themen, Leichtigkeit wechselt ein paar schwere Themen so ab. Wir versuchen immer, das Publikum so gut es geht zu unterhalten. Also uns nicht da nur hinzustellen und abzuliefern, sondern also wir gehen auch gerne in den Dialog mit dem Publikum. Also ich denke, das wird eine schöne Veranstaltung. Das ist ja im Rahmen der Andy Night in Moers, beziehungsweise in Rheinberg jetzt. Und ja, da haben wir schon 2 Konzerte gespielt. Das war auch ganz cool. In Xanten und in Moers haben wir gespielt, weil wir ja eine von 3 Nachwuchsbands sind, die einen Contest gewonnen haben von der Rheinischen Post. Mhm. Ja. Hört sich gut an. Braucht man für Samstag irgendwie Tickets oder kann man einfach vorbeischauen? Ja, es gibt auch eine Abendkasse. Tickets kann man sich besorgen über die Annie, das ist der Energieversorger in Moers. Da gibt es bekannte Vorverkaufsstellen. Ja. Danach, was vielleicht noch viel wichtiger ist, da spielen wir in Alpsrei, in Rheinberg-Alpsrei bei Sami Durak im Tohob. Das ist ein ganz, ganz neuer Club. Immer ganz wichtig, dass die Veranstalter auch ein bisschen, dass wir ein bisschen Promo für die machen. Die haben es echt schwer, die Leute in die Locations zu bekommen. Und das wäre ganz schön, wenn da ein paar Leute noch hinkommen ins Tohob. Weil das lohnt sich wirklich. Es ist ein ganz, ganz toller Laden. Es gibt auch ein gutes Angebot an Drinks und leckerem Essen. Also von daher ist für jeden was dabei, mit Sicherheit. Ja, Jens, dann hoffe ich, dass ganz viele Leute zu euren Konzerten kommen. Vielen Dank für deinen Besuch heute. Nichts zu danken.